Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Mist Survival. Ich bin immer noch in der Stadt und es wird so ziemlich dunkel. Und ich wollte mal gucken, ob ich noch irgendwo ein Vieh rumoren höre, dass ich weiß, dass ich in dem Gebäude noch nicht drin war. Weil ich glaube, ich habe die Stadt komplett geplündert. Hier war schon überall. Die Banditen, keine Ahnung, wo die abgeblieben sind. Echt keine Ahnung. Ich habe zu Beginn einmal einen Banditen gesehen, danach nie wieder. Nee, hier war schon alles leer. Ja, ich glaube, ich habe die gesamte Stadt geplündert. Ja, der Magic Shop, wo nichts drin ist, aber Gegenstände da Luft rumschweben. Aber selbst den habe ich geplündert. Diese äußerst hübschen Schaufeln hier. Ja. Ich würde sagen, diese Stadt ist leer. Jetzt aber wirklich. Ich habe auch die ganzen Autos verschrottet. Das heißt, es ist wirklich schlafen legen. Und am nächsten Morgen fahre ich mal den blöden umgefallenen Baum da drüben. Und schaue dann, was dahinter noch so auf mich wartet. Obwohl das eigentlich auch Schwachsinn ist, weil ich habe keinen Platz mehr. Ich habe schlichtweg keinen Platz mehr für irgendwas. So. Fällt mir ein. Gut, gut. Lege ich mich mal schlafen. Erstmal so ein paar Stündchen. Ja, war klar, dass der was hört. So. Ach, wir schlafen mal bis um 6. Irgendjemand ist ganz in der Nähe, aber kommt nicht rein, weil Zombies zu blöd sind, Türen zu öffnen. Er hockt wahrscheinlich die ganze Zeit vorm Fenster und hat sich hier abgeduselt. Oh, Lube da hinten liegt er, oder? Der Looterboy. Nee. So. Wie gesagt, diese Stadt ist leer. Auch wenn ich keine Banditen angetroffen habe. Oder gesagt, bekämpfen musste. Was sonst immer der Fall war. Na, hier mein riesen Campingmobil. So. Frage, komme ich hier einfach so vorbei? Tü-tü-tü-tü-tü. Oh ja. Bremsweg und so. Tolle Straße, wirklich. Wir hatten ja die gebaut. Okay, man soll hier, glaube ich, noch nicht lang. Ich glaube, das ist die Antwort. Man soll hier noch nicht lang. Wir sind hier oben. Gucken wir mal die Gegend an. Wenn ich schon mal hier bin, gucke ich mir die Gegend an. Herrlich. Was ein Ausblick. Rand der Kappe. Rand der Kappe. Schöner Ausblick. Ui. Hier oben gibt es aber nichts mehr. Ich versuche es. Ich versuche es. Vielleicht finde ich ja ein paar Stöcker hier oben. Eine Stöckerquelle.
Oh, hier ist absolut nichts. Da rennt der Karte. Hab dann auch mal gesehen. Hier will ich auch nicht weitergehen, sonst fliege ich noch runter. Das wollen wir doch nicht. Ja, und jetzt muss ich meinen ganzen Stuff nach Hause bringen. Und im Anschluss daran müsste ich ja eigentlich mal die andere Mine finden. Wegen der bin ich ja eigentlich losgezogen. Und alles, was ich gefunden habe, waren viele Koffer. Meine ganze Stadt leer gefegt. Ich hoffe, ich komme hier wieder raus. Geht. Ja, dann gibt es eigentlich auch keinen Grund wiederzukehren und den Baum hier noch zu fällen. Bisher ist hier noch alles leer. Rudel nicht so rum. Wurde es dafür gebaut, unter schwierigen Bedingungen einen Weg zu finden? Und dich nicht aufs Dach zu legen. So. Schöne Sache hier. Ich glaube manchmal, diese Karre macht das mit Absicht. Was war denn jetzt das Problem? Was war denn jetzt das Scheißproblem? Das ist so nicht verständlich. Meine Güte. Dieses Auto, oh, furchtbar. Ich hoffe, es ist nicht zurückgeblieben. Dieses Auto ist einfach verhext. Ist mir mit dem anderen Auto nie passiert. Ich sag's so, wie es ist. Ah ja, hier mal durch die enge Gasse. Ach, der Anhänger ist wieder da. Ist wieder gespawnt. Nein. Oder aussteigen. Oh. Schöner Lichteinfall. Wirklich. Ja. Auspacken. Das mache ich irgendwann mal offscreen. Ganz ehrlich, das ist jetzt. Das wäre unheimlich langweilig. Ich stell die nur schon mal runter. Weil möchte ich ja nicht immer mit auf der Reise dabei haben. Nee. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich so ein bisschen so zack da rein, genau. Nee. Und dich, mein Freund, war davor. So wie es ein bisschen organisiert alles aussieht.
So. Oder? Geht doch. Und der hier, nur ein Stückchen vor, dass ich noch an diese Koffer hier rankomme. Aber jetzt habe ich echt, boah, ich habe so viel Koffer dabei. 13 Koffer. 13 Koffer. Das geht doch gar nicht klar. Nee, das geht gar nicht klar. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Jo. Jetzt müssen wir mal schauen. Bist immer noch nicht fertig? Das ist erstaunlich. Hier. Wir nehmen mal ein bisschen was von dem. Und füllen das ab. Der Haustür finde ich auch ein bisschen blöd, muss ich sagen. Dass man so schwierig in die Küche noch reinkommt, wenn die Haustür nach innen offen ist. So. So. Zacketi zack. Brennholz. Hätte ich irgendwo Holz gefällt und in der Kiste oder so rein? Ja. Brennholz. Machen wir jetzt so hier vor Ort. So, was brauchst du noch? Matches und den anderen Krimskrams. Ja, nein, da waren sie. Und von den anderen Krimskrams. Ich mal zu dem Baum hin. Und schinde mal ein bisschen mein Messer. Oh, ein Stock. Ein Zweig, wie du es nehmen willst. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. Und da wird einfach halt. Ach nee, es war noch ein Blatt. So. Bitteschön. Und hier nehmen wir was raus. Gut. Wunderbärchen. Ja, und jetzt würde ich langsam so anfangen, überall in meinem Haus die besseren Spinddinger hinzustellen. Weil ich habe jetzt so viele Components und so viel Schrott. Ich denke, wenn ich jetzt ein bisschen sehr verschwenderisch damit umgehe, ist das nicht so schlimm. Oder? Ist doch verständlich. Wir fangen an neben meinem Bett. Da tue ich nämlich meine ganzen Knochen und sowas rein. Was ich hier immer oben habe. So die letzte Bastion des Mannes. Ne? Alles vor Ort oben. Dass ich im Notfall, wenn doch mal Banditen kommen oder so, mich da oben verschanze, Munition habe vor Ort und alles, was man so braucht. Pornos. Nein, war Spaß. Gear. So. Peng. Siehst du? Schöne Sache. Gut. Weiß nicht, ob ich noch einen zweiten daneben mache. Für Militärkleidung und all sowas. Was heißt, ich weiß nicht. Ich tue es einfach. Ich habe die Components. Es ist egal. So. Schrott und Components. Fällt mir ein. Hier. Gleich mal die Knochen mitnehmen. Können ja da oben gleich mal eingelagert werden. Tü. Puff, 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 puff. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich mache hier aber Arbeiten und so, lasse alle Türen offen. Nicht die beste Idee. So.
Munition und sowas. Kommt jetzt alles mal in den Spind mit rein. Denke ja nicht, dass ich so viele Waffen haben werde. Und selbst wenn, ganz ehrlich, dann baue ich einfach. Na wohl, das mit den Kugeln. Mit den Kugeln ist doof. Vielleicht mache ich 3 Spinddinger. Ja, Größenwahn. Ach, was soll's. Hier. Ganzen Spind nur für Munition. Wenn das nix ist. Na? Heidewitzka, der Mann hat Components, würde ich jetzt sagen. Na? Aber so ist es nun mal. So. Ach nee, Quatsch. Dann gehe ich dann runter. Dann wollte ich doch noch einen dritten Spind bauen. Genau. Warum 2 Spinds, wenn man auch 3 haben kann? Herzlich willkommen im Überfluss. So, hier, da kommt dann Militärkleidung rein. Gut, 8-mal noch Schrott und 2-mal Components. Ich gucke immer wieder hier rein, ich weiß auch nicht warum, halt. Munition, Granate. Zack. 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 Ups. Ist gerade neblig geworden? Nee. So. Das ist doch schick. 3 Spins. Nee. Ja, Granate hier unten rein. Hier, bitteschön. Und es hat Boom gemacht. No. Was machen wir noch? Ich glaube, ich baue hier auch noch einen hin. Und fange dann sozusagen, oder 2 besser gesagt. Und fange dann an, das alles, ja, Kühlschrank. Ich baue den Kühlschrank hin. Nein, Mann. Bum, bum, bum. Ach nee, halt, was brauche ich noch? Oh. Oh. Ist ja blöd. Naja, ich kann ihn ja versetzen. Ich kann ihn ja versetzen. So. Habe ich noch ein bisschen Gier über? Nein, kein Gier. Muss ich wohl mal was einschmelzen gehen? Hier ist den. Und trinkt das. Und ist noch dem. Bitteschön. Gern geschehen. Nochmal hier zu. Genau deswegen. Nee, halt. Kann er offen lassen. Und mache jetzt mal wieder ein bisschen Glücksfee. No? Glücksfee. Letzte Glücksfee-Runde, da war ich ein bisschen angefressen. Da wollte ich gerade nicht Glücksfee sein. Heute bin ich wieder Glücksfee. So, wo ist er denn? Hä? Hallo? Gewinner? Sind Sie das denn gewesen? Junger Mann? Waren Sie derjenige, der mich gestört hat? Sie sind Gewinnertyp. Bitteschön. Au, oh, gleich 2 Gewinner. Da muss aber der Preis geteilt werden, ne? Das ist Ihnen klar? Naja. Stört Sie doch nicht. Oh, ein 4. kleiner Gewinner. Ach, Mensch, heute machen wir so viele Untote glücklich. Oh, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Nein. War's noch nicht. Gibt's hier noch Gewinnertypen? Gewinnertypen? Oh, Schießpulver. Eine Kartoffel. Eine Kartoffel. Na
man die kompostieren könnte. Oh, hallo. Noch spät dran, ne? Aber hey, aus die sind ein Gewinnertyp. Ja, jetzt könnt ihr nicht mehr von allen Himmelsrichtungen kommen langsam, ne? Weil der Zaun erhält sie langsam ab. Eigentlich muss ich nur nach vorne gucken. Obwohl, da hinten habe ich ja noch so eine Lücke gelassen. Entschuldigen Sie, sind Sie ein Gewinnertyp? Folgen Sie mir. Wenn Sie ein Gewinnertyp sind, folgen Sie mir. Ja, Sie sind Gewinnertyp. Schicke Sache. Was steht eigentlich? Es waren zwei. Ja, war da nicht auch ein zweiter? Wieder! Und Sie da! Kommen Sie doch mit! Kommen Sie ran, junger Mann! Hier werden Sie genauso beschissen wie nebenan. Ich meine, hier gewinnen Sie genauso wie nebenan. Upp. Alle nur Flaschen dabei. Die Flaschen haben nur Flaschen dabei. Hallo? Gewinnertypen? Oh, Zweig. Ihr Gewinnertypen? Gewinnertypen? Aber merkwürdig. Keine Gewinner im Typ mehr. Hä? Wo sind die alle? Sehr suspekt. Sehr suspekt. Heidewitzka, Heidewitzka, Heidewitzka. Nee, 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 nee. Ja, bisher kann ich den. Oh, da fällt mir ein. Weißt du was? Bad View. Betanke ich doch mal das Ding hier. So, inzwischen wieder Gewinnertypen. Gut, reicht für 5 Tage. Aber ist ja nicht an. Ne? No? Also. Oder was soll mir das sagen? Die da hinten, sie sehen aus wie ein Gewinnertyp. Folgen Sie mir? Oh. Oh, ich glaube, der war mit dem Rücken zu mir, huh? Könnte das sein? Mensch, wo sind denn die Gewinnertypen? Keine Gewinner hier. Ach, alles Schlaffis, keine Gewinner. Sie da, Sie sind ein Gewinnertyp. Das sehe ich Ihnen sofort an. Sie sind Gewinnertyp. Kommen Sie mit ran. Hi. Wie heißen Sie denn? Das ist ein sehr schwieriger Name. Ich versuche ihn mal auszusprechen. Ich glaube, es war... Ja, aber ich dachte, ich habe es richtig ausgesprochen. So. Ich möchte jetzt bloß ungern nochmal schlafen. Ach, weißt du was? Oh! Gleich 2! Hi! Da war Ruhe. Noch mehr Flaschen. Computerchips. Oh, Konserve. Sehr schön. So, jetzt schlafe ich aber. Guck mal, jetzt geht schon der Nebel zurück. Du bist spät dran, mein Freund. Da geht schon der Nebel zurück. Gut, aber an dieser Stelle würde ich sagen, ich beende die Folge einmal. Und offscreen werde ich die Koffer mal so ein bisschen ausräumen. Weil, pff, das wäre nicht so interessant, ne?
Ich danke vielmals fürs Zuschauen, wünsche noch einen fantastischen Tag und verabschiede mich. Ciao.